Und herzlich willkommen im Keller aus aktuellem Anlass, weil die afrikanische Schweinepest ja doch inzwischen relativ prominent geworden ist und man eigentlich fast nicht mehr dran vorbeikommt an dem Ding, wenn man irgendwie die Zeitung liest oder im Internet irgendwelche Nachrichten anschaut oder was es da noch für Möglichkeiten gibt. Es soll ja auch sogar noch Leute geben, die die 19 oder 20 Uhr Nachrichten in den beiden Haupt öffentlich-rechtlichen Programmen anschauen. Da zähle ich mich ehrlich gesagt sogar noch dazu. How shocking. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls kommt man da nicht so wirklich dran vorbei, mitbekommen zu haben, dass es eben diese afrikanische Schweinepest gibt. So, und jetzt habe ich gedacht, muss ich dazu was erzählen? Und habe mal ein wenig im Internet geschaut und habe festgestellt, wohl scheinbar heute, gerade aktuell, ist die Meldung rausgegangen, dass jetzt der Deutsche Bauernverband gerne hätte, dass man 70% der Wildschweine erschießen oder sonst irgendwie umbringen soll. Und das ist jetzt natürlich schon interessant, weil das jetzt schon ein drastischer Einschnitt der Wildschweinpopulation wäre. Und dazu gibt es jetzt so einiges, was man da jetzt noch erzählen kann, beziehungsweise wie man das jetzt werten, interpretieren kann und sich so Gedanken machen kann, welche Auswirkungen denn das potenziell hätte. So, und dafür müssen wir jetzt erstmal so grob ein bisschen die Schweinepest einordnen, also die afrikanische. Also die wesentlichen Eckdaten könnt ihr auch überall nachlesen, da braucht ihr mich nicht zu. Das ist ein Virus, der verläuft sehr tödlich, befällt nur Schweine, kommt aus Afrika, befindet sich jetzt ungefähr irgendwo im Baltikum. Also der Polen, Tschechien ist jetzt wohl auch schon betroffen und es ist demzufolge durchaus realistisch anzunehmen, dass es passieren könnte, dass der auch bei uns in Deutschland ankommt. Übertragungsweg ist größtenteils ja, Körperflüssigkeiten von Schweinen und eben auch Fleisch, das betroffen ist. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Ding hier ankommen kann. Entweder Übertragung von Wildschwein zu Wildschwein zu Wildschwein auf Hausschwein und weiter über Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein ins nächste Land und da wieder auf Hausschwein. Das wäre quasi der natürliche Übertragungsweg. Und dann gibt es noch die Alternative, dass der Mensch als Vektor genutzt wird, der sich meinetwegen in Rumänien ein Schnitzel weg, wenn Rumänien überhaupt betroffen ist. Ich habe es nicht mehr im Kopf, welche Länder genau betroffen sind, aber Litauen. Litauen ist bestimmt betroffen. Das meine ich noch recht gut im Kopf zu haben. Und der holt sich in Litauen ein Schnitzel weg. Und er ist LKW-Fahrer. Und er isst sein Schnitzel weg nicht gleich, sondern er isst sein Schnitzel weg erst, wenn er zum Beispiel in Polen ist. Und dann isst das nicht ganz, weil er schon satt ist und wirft es in den Mülleimer. So, und jetzt kommt die Wildschweinrotte zur Autobahnraststätte und durchwühlt den Mülleimer und findet das halbe Schnitzel weg oder von mir aus das Drittel Schnitzel weg und isst das Schnitzel weg entsprechend auf, weil die können ja nicht beurteilen, ob das ein Artgenosse ist, der da verbaut wurde in diesem Schnitzel oder nicht, beziehungsweise wahrscheinlich interessiert sie es auch nicht. So ein Schwein ist halt ein Schwein. Also der klassische Allesfresser, was man fressen kann, das wird auch entsprechend gefressen. Wobei die sehr wohl auch unterscheiden, was lecker ist und was nicht. Es gibt dann irgendwann Gourmet-Schweine, wenn sie halt regelmäßig aus Mülleimern fressen können und so ein Zeug, dann entwickeln sie schon irgendwann eine gewisse Vorliebe für die guten Dinge, die uns potenziell zumindest mal geschmeckt haben, bevor wir sie weggeschmissen haben. Und holen sich dann weniger gern irgendwelche Würmchen aus dem Wald oder ähnliches. Ne? Jedenfalls, dieses Schwein ist dann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, sollte jetzt eben dieses Schnitzel, das Schwein, das dann zu dem Schnitzel wurde, auch infiziert gewesen sein, eben ist dieses Schwein, das jetzt das Schnitzel gegessen hat, auch infiziert und schon ist die Krankheit jetzt meinetwegen in Polen angekommen und auf dem gleichen Wege wiederum per Schnitzelsemmel oder Schnitzeldeckle könnte das dann auch in Deutschland zum Beispiel ankommen. Oder ein Metzger metzgert in Polen irgendein Schwein, fährt dann nach Deutschland, um seine Oma zu besuchen und da auch irgendwie rumzumetzgern und nimmt deshalb, also nicht die Oma, sondern irgendwas anderes und nimmt zu diesem Zweck seine Metzgerschürze mit und da klebt noch ein kleines bisschen, winziges bisschen, kaum sichtbares bisschen Blut dran, in dem sich zufällig dieser Virus befindet, der dort eine ganze Weile lang überdauern kann und jetzt kommt er irgendwie über die Schürze in Verbindung mit dem Schweinefleisch, was der Metzger für seine Oma metzgert und das Schweinefleisch ist auch infiziert
Und das wird jetzt wieder aus irgendwelchen Gründen von irgendeinem Schwein gefuttert, weil die Oma sich ein Schnitzelsemmel macht, ne, und in den Park geht und nur den halben Schnitzelsemmel schafft und den Rest wirft sie in den Wald und BÄM! Da haben wir's, ne? Also das wäre ein mögliches Szenario, wenn auch vielleicht nicht das realistischste, aber so könnte das ungefähr passieren. Ich möchte nochmal betonen, für uns als Mensch ist die afrikanische Schweinepest vollkommen harmlos. Die befällt wirklich nur und ausschließlich Schweine. Das ist bei vielen sehr effizienten Viren so, dass die sich auf eine Art spezialisiert haben und die dann ziemlich radikal ausradieren können, aber auf andere Arten oft nicht übertragbar sind. Das Problem ist jetzt, dass man Erkrankungen durch Viren nur sehr, sehr, sehr schlecht bis gar nicht behandeln kann, wenn sie mal ausgebrochen sind. Im Fall der Schweinepest kann man es überhaupt nicht behandeln, da kann man nichts tun. Und das Doofe ist jetzt auch, dass es sich dann noch zu einem Überfluss um ein Virus handelt, bei dem man noch keine Möglichkeit gefunden hat, gegen diesen zu impfen. Normalerweise, ein Virus, wenn man dagegen impfen kann, dann ist der relativ harmlos, dann impft man, Problem gelöst. Boop. Wenn man nicht dagegen impfen kann, dann kann das zu einer ziemlich mittelschweren bis großen Katastrophe heranreifen. Das wäre also quasi vergleichbar wie der HIV-Virus. Wenn man mal einen Virus nehmen möchte, den der ein oder andere auch kennt, gegen den kann man auch nichts tun. Die einzige Möglichkeit, sich vor dem Ding zu schützen, ist nicht infizieren. Und so ähnlich ist das wie bei der afrikanischen Schweinepest. Da kann man auch nur versuchen, dass sich die Schweine entsprechend nicht infizieren. Man kann es ihnen sagen, ob das helfen wird, das wage ich zu bezweifeln. Liebe Schweine, macht keine Schweinereien, sonst kriegt ihr die Pest. Aber ja, Schweine neigen nun mal dazu, trotzdem Schweinereien zu machen. Und dementsprechend ist das nicht lustig. Und ich sollte da eigentlich auch keine Witze drüber machen. So, was kann jetzt passieren, wenn die Schweinepest bei uns ankommt? Es gibt drei große Konsequenzen, die daraus resultieren werden. Die erste ist ein wirtschaftliches Problem, weil dann anzunehmen ist, dass irgendwann die Hausschweine betroffen sind. Und das bedeutet, dass die komplette Anlage, in der sich das eine betroffene Schwein befindet, jetzt erstmal getötet werden muss, um halt eben die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Sind mehrere Anlagen betroffen, dann müssen sie halt alle getötet werden. Und im schlimmsten Fall müssen halt alle getötet werden. Dann gibt es kein Schwein mehr in Deutschland, zumindest kein Hausschwein mehr. So, und das ist natürlich ein enormer wirtschaftlicher Schaden, wahrscheinlich im zweistelligen Milliardenbereich. Da gibt es so ein paar entsprechende Schätzungen, die in die Richtung gehen, sofern man eben die ganzen Folgekosten und so weiter und so fort, die Wirtschaftsschäden, weil keiner mehr Schweinefleisch aus Deutschland importiert und so weiter und so fort, da eben entsprechend mit einkalkuliert. So, das wäre das eine. Dann gibt es natürlich das ethisch-moralische Dilemma, sämtliche Schweine in Deutschland töten zu müssen, ohne dass man sie auch noch essen kann. Theoretisch könnte man zwar das Fleisch sehr wohl noch essen als Mensch, aber da kommt es jetzt drauf an. Ist das Tier vorsorglich getötet worden und war dem Anschein nach noch gesund, vielleicht auch noch gar nicht infiziert, und ist nur deswegen getötet worden, um halt eben nicht als möglicher Überträger zu fungieren, dann wäre das Fleisch problemlos für uns noch zu essen. Auch ein im Frühstadium infiziertes Schwein könnte man problemlos noch essen, ohne irgendwie krank zu werden. Da müsste man sich gar keine Sorgen machen, auch wenn das wahrscheinlich niemand tun würde. Aber potenziell ginge das schon. Das wäre eigentlich mit kaum einem beweisbaren Risiko verbunden, ne? Aber ein Tier im fortgeschrittenen Stadium der entsprechenden Krankheit wäre nicht mehr essbar. Einfach weil dem Tier geht es dann so schlecht. Erstens mal ist es dann eine Erlösung, wenn man es natürlich dann auch tötet. Aber dadurch, dass es dem Tier so schlecht geht, schmeckt das dann auch nicht mehr. Also es gibt dann einfach kein schönes Fleisch, kein gut schmeckendes Fleisch mehr, sondern wahrscheinlich irgendwas sehr, 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 sehr zähes, das dann auch mit diversen anderen Krankheitserregern dann auch noch durchseucht ist, die sich dann ja zusätzlich bei dem geschwächten Tier auch noch eben entsprechend ausbreiten können. Also sowas zu essen, das wäre dann definitiv auch gesundheitlich gesehen für uns Menschen eine sehr, sehr schlechte Idee. Das aber nun mal am Rande angemerkt. Aber selbst wenn wir jetzt annehmen, dass es noch ein paar Leute gäbe, die Interesse am Fleisch der noch gesunden Tiere hätten,
Da würde so viel Schweinefleisch auf einmal anfallen, dass das natürlich überhaupt keinen Sinn machen würde, da jetzt irgendwie zu versuchen, damit noch irgendwie Geld zu verdienen. Der Schweinefleischpreis würde ins Bodenlose fallen und man kann auch so viel auf die Dauer auf einmal auch gar nicht absetzen. Da ist die entsprechende Nachfrage dann nicht vorhanden. Selbst wenn man es geschenkt bekommen würde, was sollst du mit 28 Kilo Schweinefleisch anfangen, die du bestenfalls noch ein Jahr einfrieren kannst? Oder ich weiß nicht, wie lange das eingefroren hat. Haltbar ist, da kenne ich mich nicht aus. Aber es wird, glaube ich, dann doch tendenziell eher schwierig. So, und die dritte Sache, und da kommen wir jetzt dann zu dem Bereich, weshalb ich mich hier eigentlich einschalte, ist halt eben die Sache mit der Wildschweinpopulation. Und bei der Wildschweinpopulation, wenn man die halt um 70% reduzieren wollte, um diese Einführung, die Infektion von Deutschland als geografische Einheit, wenn man es jetzt so abgrenzen möchte, eben mit der Schweinepest zu verhindern. Das ist die eine Sache, 70% weniger Wildschweine. Und die andere Sache wäre, was wäre denn, wenn die Wildschweine jetzt eben entsprechend nicht reduziert werden und infiziert werden? Und was passiert dann quasi? Ja, und das ist jetzt halt das, wo ich mich so ein kleines bisschen mit auskenne. Und deswegen wäre das der Punkt, wo ich noch ein paar kleine Sächelchen zu erzählen hätte. Der springende Punkt ist nämlich die Populationsdynamik der entsprechenden Arten. Ne? Und das kann man eigentlich nahezu für jedes Tier machen. Und da gibt es jetzt so eine Musterbetrachtungsweise, eine Musterkurve. Die ist größtenteils so ein bisschen ein Gedankenexperiment, bestätigt sich aber in der grundsätzlichen Aussage auch immer wieder in der Natur. Und zwar gehen wir jetzt spaßeshalber einfach mal davon aus, dass wir im Atlantik eine neue Insel aufschütten oder von mir aus irgendein Vulkan deine neue Insel plötzlich hochblubbern lässt. Meinetwegen die nächste Kanarische Insel. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es da vermutlich wirklich dazu kommt, dass da eine neue Kanarische Insel hochblubbert. In Form von Lava, ne? Und auf dieser wollen wir jetzt experimentellerweise neue Tiere etablieren. Das würde auf natürlichem Wege eine ganze Weile dauern. Das werden zuerst wahrscheinlich Vögel, Säugetiere werden da so schnell nicht ankommen, weil es ist eine Insel mitten im Nirgendwo. Da kannst du ja schlecht drüber schwimmen, wenn du nicht weißt, dass da was ist. So, und aus experimentellen Gründen setzen wir jetzt da aus eine pflanzenfressende Tierart, weil Pflanzen können sich da relativ schnell ansiedeln. Von mir aus haben wir auch ein paar hingepflanzt. Die haben sich jetzt da wunderbar ausgebreitet, weil da gibt es ja niemand, der sie fressen möchte. Da haben sie also gute Wachstumsbedingungen. Es ist schön warm. Es gibt genug Regen, gehen wir mal davon aus, da wo wir unsere Insel hingesetzt haben. Und die Pflanzen sind glücklich. So, jetzt setzen wir dort einen Pflanzenfresser aus. Von mir aus ein Karnickel. Gut. Beziehungsweise ein paar Karnickel. Die vermehren sich entsprechend fröhlich und zwar sehr schnell, weil es gibt da ja niemanden, der Karnickel futtert. Jetzt haben wir das Problem, dass die Karnickel früher oder später den sämtlichen Pflanzenbestand der kompletten Insel mehr oder weniger fast wegfressen würden, bis dann sämtliche Karnickel fast vollständig verhungern oder sogar gänzlich. Das ist halt immer dann diese Frage. Das ist nämlich diese typische Kurve, sobald eine Art eine ganz enorm hohe Populationsdichte erreicht und dann weiterhin versucht, sich weiter fortzupflanzen, verbraucht sie ein enormes Maß an Ressourcen. Und irgendwann ist die Populationsdichte zu hoch für die vorhandenen Ressourcen. Und dann bricht die Population zusammen. Das kann verschiedene Ursachen haben, ne? Also entweder in diesem Fall dieser Insel, wo es nur diese beiden Faktoren gibt, Hasenpopulation und Pflanzenpopulation, die Hasen essen können, liegt es dann logischerweise eben an dem Mangel an Pflanzen, wenn es irgendwann zu viele Hasen werden. Die bis dahin sehr fett waren, die brauchen ein bisschen länger, bis sie verhungern. Und unter Umständen ist dann der oberfette Hase am Schluss noch in der Lage, mit letzter Kraft die nun wieder aufkommenden Pflanzen, weil sämtliche anderen Hasen verhungert sind, nochmal so ein bisschen zu knabbern und wird dann wieder stärker und war vielleicht jetzt trotzdem kein Hase, sondern eine Häsin und war noch schwanger und demzufolge gibt es jetzt gleich wieder 26 Hasen. Und zwar werden die jetzt inzesttechnisch ziemlich vorbelastet und der Genpool sehr eingeschränkt, aber es muss ja nicht nur ein letzter Hase gewesen sein, der es mit letzter Kraft noch geschafft hat, sondern es könnten ja auch von mir aus ein paar hundert gewesen sein und in diesem Fall wäre anzunehmen, dass sich die Hasenpopulation in diesem Fall dann wieder erholt. Es kann aber auch halt sein, dass sie komplett zusammenbricht und halt eben ausstirbt. Dann hat sich nämlich gezeigt, dass in diesem natürlichen Ökosystem, das diese Insel jetzt darstellt,
was kein natürliches Ökosystem ist, weil wir sie ja aufgeschüttet haben und so weiter und so fort, eine Hasenpopulation halt eben einfach nun mal nicht die geeignete Art ist oder sich erst entsprechend anpassen müsste zu einem super sparsamen, selektiv nur Teile der Pflanzen futternden Hasen, ja, um da lebensfähig zu sein. Das wäre jetzt halt eben die große Frage, ne? Aber wenn sich in einem neuen Lebensraum, in dem es eine Art noch nicht gibt, eine Art etabliert und feststellt, dass sie da grundsätzlich leben kann, dann gibt es eben dieses typische Ausbreitungsschema, das wir uns jetzt mal grafisch anschauen. So, und dazu habe ich jetzt hier mal so ein nicht schönes, aber immerhin so halbwegs wissenschaftliches, schönes Diagramm aufgezeichnet. Und zwar ist das mal wieder eine tolle Kurve. Man kriegt einen Haufen Kurven im Laufe seiner Studiums zu sehen. Und ich will euch jetzt auch mal mit so einem Ding nerven. So, folgendes. Hier hoch aufgetragen ist N, das ist die Zahl der Individuen. Und hier nach rechts geht's mit T, das ist die Zeit, ne? Also sprich, wenn jetzt eine Kurve so verlaufen würde, dann hätten wir eine lineare Zunahme der Individuenanzahl mit der Zeit. Ich hoffe, so viel mathematische Grundkenntnis, dass ihr wisst, wie so eine Kurve funktioniert, ist vorhanden. Das sollte eigentlich, glaube ich, jeder beliebigen Bildungsstandes irgendwann mal in der Schule gehabt haben. So, jetzt folgendes. Wir haben hier die orange Linie, das ist unser Beutetier. Und wir haben hier unsere blaue Linie, das ist unser Predator, also unser Raubtier. Und in diesem Fall kann man jetzt annehmen, ich habe jetzt hingeschrieben aus Spaß, der Flecktarnvogel und der Nachtgrab sind jetzt die beiden fiktiven Tiere, die hier eine Rolle spielen. Wobei man sich streiten kann, ob der Nachtgrab wirklich noch ein Tier ist oder nicht schon eine höhere Existenzebene. Wie dem auch sei, üblicherweise ist das hier so eine typische Kurve für die Verteilung der Populationsdichte eines durchschnittlichen Beutetiers, zum Beispiel einer Mauspopulation, über die Zeit. Ein mögliches Beispiel. Diese Schwankungen hier, die können auch noch größer sein, ne? Also das könnt ihr euch vorstellen, dass die bis fast ganz nach unten gehen, dann wieder nach oben und fast bis nach ganz unten und wieder nach oben und so weiter und so fort. Oder es sind halt eben nur kleine Schwankungen und natürlich variieren die auch untereinander und sind nicht immer gleich groß, sondern die hier könnte ein bisschen krasser ausfallen und die nächste dann nur noch ganz leicht. Das ist alles möglich, jedenfalls einfach nur mal schematisch dargestellt. So, und was haben wir da? Die Art kommt in ihren neuen Lebensraum. Das ist da ganz unten der Fall und es sind erstmal bloß ein ganz paar Individuen vorhanden. Die vermehren sich jetzt ganz langsam erstmal. Geringe Zuwachsrate. Weil erstens mal sind es noch wenig da. Wenn wenige Nachkommen bekommen, dann sind sie immer noch wenig. Und es gibt noch eine geringfügige Zuzugsrate von neuen Individuen, weil es muss erstmal eine gewisse genetische Diversität ja auch da sein. Es reicht nicht, dass ein Pärchen im Land ankommt und dauernd Nachkommen produziert, weil die Nachkommen untereinander können ja nicht wieder Nachkommen produzieren, sonst wären es ja alles Geschwister. Ne? Das funktioniert noch bei ganz primitiven Lebensformen wie Spulwürmern einigermaßen gut. Bei was höheren, und hier gehen wir jetzt von Vögeln bzw. Säugetieren oder Reptilien aus, klappt das dann halt nicht mehr. Da müssen schon wirklich genetisch unterschiedliche Individuen sein. Also man braucht eine Grundpopulation, das hängt vom Tier ab, auch von der Komplexität des Tieres, von so ganz grob 1000 Exemplaren. Wenn man sich sicher sein möchte, dass auf natürlichem Wege, ohne dass wir irgendwie jetzt noch die einzelnen Exemplare schützen oder sonst wie, sich eine Population von einem recht schnell vermehrenden Tier etabliert. Ne? Also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten also 1000 Flecktarnvögel hier entsprechend ausgesetzt und die fangen jetzt an Nachkommen zu erzeugen. Die brauchen eine Weile, bis das wirklich gut funktioniert, weil sie ihren neuen Lebensraum noch nicht gewöhnt sind. Sie wissen noch nicht, was finde ich hier zu fressen, wie kann ich mich hier am besten anpassen, was gibt es hier für Gefahren, vor denen ich mich in Acht nehmen kann. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem haben sie es gecheckt. An dem sind sie jetzt prima angepasst an ihren neuen Lebensraum und jetzt können sie sehr, sehr, sehr erfolgreich anfangen mit der Reproduktion und pro Zeit verdoppelt sich nahezu der Bestand. Also die Reproduktion geht so richtig, richtig, richtig flott. Jedes Jahr Nachkommen ohne Ende und jedes Pärchen, das vorhanden ist, hat jede Menge Nachkommen und man spricht hier die exponentielle Wachstumsphase einer Population, einer beliebigen Tierart. Irgendwann findet das statt. Ob das jetzt so steil ist wie hier, so schnell geht wie da oder eher so
oder ob die wirklich richtig exponentiell ist oder nicht, das hängt jetzt wieder von der jeweiligen Tierart ab, von der jeweiligen Umwelt ab und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir immer eine Initialphase, in der die Population nur ganz langsam zunimmt, die Populationsdichte, die Anzahl der Individuen. Und dann gibt es eine Phase, in der es sehr schnell geht und dann haben wir irgendwann einen durchschnittlichen Wert, in dem die Population im Regelfall in ihrem angepassten Lebensraum anzutreffen ist. Der läge jetzt in diesem Beispiel bei dieser gestrichelten Linie. Das wäre so die Durchschnittspopulation. Die ist aber halt eben natürlicherweise Schwankungen unterworfen. Die Schwankungen können jetzt erstmal daran liegen, dass zum Beispiel mal ein harter Winter kommt. Nehmen wir an, hier ist die Population besonders hoch, jetzt kommt ein harter Winter. Vielleicht macht das unserem Flecktarnvogel gar nichts aus, aber die Lieblingspflanze, die er sonst immer gefuttert hat, die übersteht den Winter nicht. Davon sterben 70%. Demzufolge, unser Flecktarnvogel kann zwar noch andere Sachen finden, die er fressen kann, er hat aber ein bisschen zusätzliche Schwierigkeiten und wird in den nächsten Jahren sich nicht so gut reproduzieren können, legt er weniger Eier, weil er weniger zu futtern findet. Das heißt, die alten Tiere sterben an Altersschwäche und es gibt insgesamt weniger Eier, die Population geht also relativ schnell ein wenig zurück. So, an diesem Punkt stabilisiert sie sich jetzt wieder, weil der Flecktarnvogel gelernt hat, dass er nicht nur seine Lieblingspflanze fressen kann, sondern von mir aus noch irgendwelche anderen tollen Pflanzen. Und von denen sind jetzt noch jede Menge da, weil die den Winter aus irgendwelchen Gründen gut überstanden haben. Damit steigt die Population unseres Flecktarnvogels jetzt wieder an. Bis die neuen Lieblingspflanzen, die er jetzt kennengelernt hat, aus irgendwelchen Gründen im nächsten kalten Winter wieder entsprechend sterben. Ne? Und unsere Population des Flecktarnvogels geht wieder zurück und immer so weiter. Und diese Faktoren wie ein kalter Winter, das kann auch irgendwas anderes sein, das kann auch eine Krankheit sein. Dazu kommen wir ja dann später noch, darum geht es ja letztendlich. Oder inzwischen hat sich in unserem Lebensraum, in dem der Flecktarnvogel neu eingezogen ist, jetzt auch der Nachtgrab etabliert. Der Nachtgrab ist erstens mal später gekommen als der Flecktarnvogel. Weil wenn er gleichzeitig mit dem Flecktarnvogel gekommen wäre, dann hätte es der Flecktarnvogel wahrscheinlich gar nicht geschafft, sich hier jetzt exponentiell explosionsartig auszubreiten. Jetzt kommt der Nachtgrab. Der braucht auch eine Weile, bis er sich erstmal zurechtgefunden hat in seinem neuen Lebensraum. Und an diesem Punkt stellt er fest, wow, hier ist ja alles voll mit Flecktarnvögeln und die schmecken gut. Und in dem Moment macht der Nachtgrab auch für sich individuell seine entsprechende exponentielle Vermehrung durch und erreicht sein Maximum. Und an dem Punkt, wo er sein Maximum erreicht, beziehungsweise wo er seine durchschnittliche Populationsdichte erreicht, geht hier deutlich die Flecktarnvogelpopulation zurück auf gleicher Höhe. Ne? Wenn wir das hier nochmal andeuten. Also nehmen wir mal an, ich hätte das jetzt so schön gezeichnet, dass das hier jetzt wäre, dann hätten wir da diesen Zusammenhang. Ne? Oder noch weiter oben. Dass also ein kausaler Zusammenhang herzustellen ist, Jäger-Beute-Beziehung, aus der Population des nun aufkommenden Nachtgrab, der den Flecktarnvogel frisst und natürlich demzufolge ein Rückgang der Flecktarnvogelpopulation, die erstmal den Nachtgrab hier noch überhaupt nicht gewöhnt ist. Ne? Da merken die nichts davon, weil denen geht es so gut. Der Nachtgrab ist noch nicht so viel, dass die Menge an Flecktarnvögeln, die er wegfuttert, innerhalb des enormen Wachstums der Flecktarnvögel quasi gar nicht auffällt. So. Und jetzt irgendwann ist es zu viel Nachtgrab und die Flecktarnvogelpopulation nimmt durch diesen Einfluss dann halt eben entsprechend ab. Erreicht ein Minimum und spätestens an diesem Punkt findet unser Nachtgrab, der hier sein Optimum erreicht, nichts mehr zu mampfen, weil die Flecktarnvögel knapp werden und muss hungern und produziert dementsprechend weniger junge Nachtgrabbe und die Alten sterben an Altersfläche und dem seine Population geht entsprechend zurück, bis durch den Rückgang der Population der Nachtgrabbe sich die Population der Flecktarnvögel wieder erholt hat und dann geht es dem Nachtgrab wieder gut, weil er wieder mehr findet und dann kann er sie wieder alle auffressen, bis er wieder viele ist, dann sind die wieder wenig und dann wird der Nachtgrab wieder und so weiter und so fort. Und das kann jetzt entweder bis in alle Ewigkeit so weitergehen oder es gibt dann nur andere Einflussfaktoren. So, und das Interessante ist jetzt, dass wir es hier, das ist so das klassische Ding, ne? Die meisten Tiere fallen in irgendeiner Form in so ein Spektrum.
dass sie entweder als Jäger von ihrem Hauptbeutetier oder ihren Hauptbeutetieren, das können auch mehrere sein, so abhängig sind, dass damit ihre Population relativ gut gedeckelt ist und auf einem relativ niedrigen Niveau bleibt, das aber nie zusammenbricht und sich durchschnittlich irgendwo hier eingliedert. Und auch bei diesen Beutetieren, die sind so gut an ihren Lebensraum angepasst, dass die durch die Tatsache, dass sie vom Nachtkap gefressen werden, trotzdem nur geringfügig in ihrer Populationsdichte beeinflusst werden und nicht völlig zusammenbrechen. Und das kann, wie gesagt, bis in alle Ewigkeit so weitergehen. Jetzt haben wir aber auch Tiere, die nicht einer solchen natürlichen Regulation unterworfen sind, beziehungsweise einer anderen natürlichen Regulation. Und ein schönes Beispiel für so eine Tierart wäre jetzt zum Beispiel der Rotfuchs oder das Wildschwein. Tiere, die in der Regel eigentlich nur, beziehungsweise nur im größeren Umfang von der Verfügbarkeit von Nahrung beeinflusst werden. Und jetzt befindet man sich in einem längeren Zeitraum mit tollen Nahrungsverhältnissen, wie es jetzt gerade für Wildschweine auch der Fall ist. Und das bedeutet, irgendwann war die Wildschweinpopulation mal gering, dann blieb sie, hier könnte man eigentlich ein paar Pünktchen einfügen, lange Zeit blieb sie auch einigermaßen gering und jetzt haben wir verschiedene Einflussfaktoren, die dazu führen, dass in letzter Zeit die Wildschweinpopulation wahnsinnig durch die Decke geht. Also irgendwo hier in diesem Bereich, von hier bis ungefähr da befinden wir uns irgendwo. Irgendwo hier in der exponentiellen Kurve. Wie exponentiell die nun genau ist, das weiß ich nicht. Ne? Das ist nur eine schematische Darstellung. Derzeit sind wir jedenfalls in dem Bereich, wo die Wildschweinpopulation wirklich wahnsinnig schnell wächst pro Jahr. Ganz enorme Wachstumsbedingungen, denen geht es perfekt. Die leben quasi im Schlaraffenland und im Eldorado. So, und jetzt kommt halt da erschwerend dazu, dass niemand anders, der die Wildschweine futtert, von der hervorragenden Situation der Wildschweine profitieren kann, weil es gibt kaum jemanden, der Wildschwein gerne mag. So, und das ist sogar natürlich so. Und jetzt kommt nämlich bestimmt der eine oder andere, der sagt, Wolf, Wolf, der Wolf frisst aber kaum Wildschwein, weil der Wolf ist nämlich sehr vorsichtig und ein Wildschwein verdammt wehrhaft und der holt sich nur in geringem Umfang ein paar Frischlinge. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass so ein Wildschwein ein sogenannter Erbstratege ist und sehr viele Frischlinge produziert. Sprich, ein gewisser Verlust an Jungtieren ist bei denen ganz normal. Und wenn in einem guten Jahr, und jetzt gibt es zurzeit gibt es nur gute Jahre, ein gutes Jahr nach dem anderen, pro Bache dann da irgendwie, keine Ahnung, 8 Frischlinge hinterher rennen und der Wolf holt sich 3, dann hat sie immer noch 5. Dann haben wir pro Jahr immer noch pro Bache 5 Frischlinge, die durchkommen und dann sind wir ganz schnell und das wird immer mehr und immer mehr und deswegen hier die exponentielle Wachstumskurve. Ne? Und ich glaube, es gab irgendwo mal so eine Vorsicht, eine Schätzung, die ich gelesen hatte. Da hieß es irgendwie, wenn man 100 Wildschweine nicht bejagt, sind es im nächsten Jahr 350. Das kann durchaus hinkommen, wenn wir uns jetzt irgendwo da befinden. Das ist also gar kein so unrealistischer Wert. Zurzeit pflanzen die sich fort ohne Ende und werden immer früher geschlechtsreif. Das kommt noch erschwerend dazu. Und das ist jetzt interessant, ne? Weil wenn bei einer Tierart quasi kein sichtbarer Faktor vorhanden ist, der deren Wachstum derzeit einschränkt und sie auch nicht gefressen wird und die der zusätzliche Beutegreifer der Jagd auf Wildschweine macht, namens Homo sapiens, nicht genügend Wildschweine schießt, was er nicht schafft, weil die sich so schnell vermehren, dass es gar nicht möglich ist, derzeit, dazu kommen wir dann, so viele Wildschweine zu schießen, dass das hier irgendwie zurückgehen würde. Der Zuwachs ist so gewaltig, da kannst du noch 100 Wildschweine rausballern, da sind immer noch genügend da, um sich weiter fröhlich zu reproduzieren. Dann erreicht man irgendwann einen absolut hohen Punkt, an dem das aber zu schnell gegangen ist. Der Rest vom Ökosystem ist da nicht nachgekommen. Und diese enorm hohe Konzentration der Wildschweine führt dann entweder dazu, dass sie ihre eigene Nahrungsgrundlage vernichten, und zwar so derbe schädigen bei einem so schnellen Wachstum, dass damit wirklich, wie gesagt, ihre eigene Nahrungsgrundlage im Eimer ist und sie dann in der Versenkung verschwinden. Oder es tritt vorher ein anderer Fall ein, der üblicherweise dann irgendwo hier
dazu neigt einzutreten, nämlich es kommt sehr wohl jemand ins Spiel, der einen populationsregulierenden Effekt hat. Und in diesem Fall ist es aber kein großes Tier, was die frisst, sondern ein sehr, 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 sehr kleines Etwas, was sie von innen zersetzt. Und das wäre jetzt in diesem Fall eben die afrikanische Schweinepest. Vielleicht. Und die Frage, die wir uns jetzt eben stellen müssen, ist, ist die afrikanische Schweinepest jetzt der Faktor, der quasi so langsam, weil es Schweinen weltweit gut geht im Übrigen, also mehr oder weniger, sich wahnsinnig gut ausbreiten kann und über die natürlichen Grenzen, denen er bisher immer vorgekommen ist, Afrika, hinaus ausbreiten kann, weil es den Schweinen überall so gut geht und damit auch die Bedingungen für die Schweinepest so gut sind, ist jetzt die Schweinepest der regulierende Faktor, um jetzt mal wieder die Wildschweinpopulation runterzuhauen? Die Frage ist jetzt allerdings auch, was für einen Einfluss hätte das? Wäre das ein Extinktionsfaktor, dass die Wildschweinpopulation ausstirbt? Fragezeichen. Ist das eine so krasse Krankheit, dass da nichts übrig bleibt? Wäre theoretisch auch denkbar, ist aber eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass die Wildschweinpopulation auf ungefähr das Niveau wieder vorne zurückgesetzt wird und sich dann langsam wieder erholt, bis halt dann die nächste extrem fiese Krankheit kommt und sie dann wieder dahin rafft. Bis halt eben die Umweltbedingungen so schlecht werden für die entsprechende Art, dass sie ausstirbt. Das könnte dann auch mal irgendwann passieren. Das wäre dann der Fall bei den Dinosauriern eben entsprechend gewesen, dieses große Massenaussterben, dass da, ja, gehen wir jetzt mal davon aus, wirklich von einem Meteor oder Asteroiden oder was auch immer verursacht wurde. Also, erste wesentliche Erkenntnis, Massensterben ist ein natürlicher Prozess. Das ist was Normales, das kommt immer mal wieder vor. Und ist, wenn man es rein ökologisch betrachtet, also für das große Ganze gesehen, erstmal nicht weiter dramatisch. Das bedeutet dann meistens eine tiefgreifende Änderung der Zusammensetzung des jeweiligen Ökosystems zu einem etwas anderen Ökosystem. Wenn man da jetzt ohne Wertung hingeht, dann hat man halt danach einfach nur ein anderes Ökosystem, das wertungsfrei auch nicht schlechter ist. Es wäre also so gesehen, ja, es ist halt so, ne? Fertig. Blöd ist jetzt nur, wenn da jetzt plötzlich irgendwelche anderen Interessen ins Spiel kommen, wirtschaftlicher Art. Die Wildschweinpopulation, ja gut, wenn die mal runtergehen würde, das wäre ja im Grunde eigentlich ganz prima, weil von denen gibt es ja so viele, die den armen Mais fressen. Armer Mais wird von den Wildschweinen gefressen. Die ganzen armen Leute, die den guten, tollen, ökologisch wertvollen Mais anbauen, haben sehr unter den bösen Wildschweinen zu kämpfen, die den dann eben entsprechend wegfressen. Ja, so einfach ist es nicht. Wer Mais anbaut, ist natürlich nicht automatisch böse. Und solange wir den Mais nachfragen, kann man auf jeden Fall nicht demjenigen, der vom Maisanbau lebt, dann jetzt daraus den schwarzen Peter zuschieben und sagen, der ist jetzt an allem schuld. So funktioniert das jetzt nun auch wieder nicht. Aber, ne? Also so gesehen wäre mal eine Reduktion der Wildschweinpopulation ganz wünschenswert. Wenn man jetzt mal vor der Schweinepest die Medien entsprechend verfolgt hat, dann hat man immer mal wieder in der Zeitung lesen können, ich habe es ja auch ein bisschen mitgekriegt, dass hier zu viel Wildschwein, da zu viel Wildschwein, dort zu viel Wildschwein, nicht deutschlandweit, aber es gibt so Regionen, da nimmt das wirklich absurde Ausmaße an, wo die Wildschweine dann schon quasi im Dorf spazieren gehen, sich vor den Menschen überhaupt nicht mehr in Acht nehmen, weil der ist quasi wie die Kuh auf der Weide, halt einfach so ein anderes Tier, das man nicht groß zur Kenntnis nehmen muss, das halt auch noch da ist. Und gemütlich den Müll plündern und so weiter und so fort. Da gibt es schöne Bilder, unter anderem von Usedom war das, glaube ich, wo es die ganz, ganz große Wildschweinplage entsprechend gibt. Und ja, es sind beeindruckende Aufnahmen. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir so die grobe Dynamik einer Säugetierpopulation wie beim Wildschwein eben damit ganz gut beschreiben können, wovon wir ausgehen, weil das aktueller Stand der Forschung auch so mehr oder weniger zumindest nicht so schön, wie ich das da jetzt hingemalt habe, aber mehr oder weniger sieht die Situation tatsächlich so aus. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass das so ist, ist es dann jetzt hilfreich, um zu verhindern, dass diese Extinktion durch den Faktor Schweinepest eintritt, vorher eine Extinktion durch Prädation, also in diesem Fall durch den Menschen, Bejagung durch Mensch, würde das helfen, um zu vermeiden, dass es zu einem groß angelegten, epidemienartigen Seuchenzug kommt? Jupp,
Vermutlich schon. Also so rein von der Statistik, von den Beobachtungen, die man bisher so in der Natur gemacht hat und so weiter und so fort, würde das auf jeden Fall dazu führen, dass entweder, weil plötzlich in der Ausbreitung der Schweinepest ein Land kommt, eine Region, in der es sozusagen ein schwarzes Loch gibt, in dem sämtliche Wildschweine aufgesaugt werden und plötzlich überhaupt kein Wildschwein mehr da ist und der Virus überhaupt sich gar nicht mehr ausbreiten kann, weil die paar Wildschweinchen, die noch da sind, die dann möglicherweise infiziert werden, ganz einsam und allein sterben, ohne irgendwen anders zu infizieren. Es wäre also, sehen wir mal an, dass das tatsächlich funktioniert. Sehr wohl eine wirksame Maßnahme, vermutlich, um eben die Ausbreitung dieser Schweinepest dort einzudämmen. So, das ist die eine Sache, ne? Die andere Sache ist allerdings, wenn wir die Wildschweinpopulation um 70% reduzieren und wir befinden uns vielleicht jetzt gerade hier, vielleicht, das wissen wir ja nicht genau, das kann man nur so ganz grob analysieren, wo genau in dieser Kurve, wie diese Kurve exakt aussieht und so weiter und so fort, das kann man höchstens hinterher sagen. Aber man kann es nicht prognostizieren und nicht vorhersagen. Aber nehmen wir mal an, wir befinden uns hier. Und jetzt reduzieren wir die Wildschweinpopulation um 70%, dann sind wir ungefähr hier. Und was ist da? Extrem exponentielles Wachstum in nächster Zeit zu erwarten. Das ist nämlich so ein bisschen der springende Punkt. Wir reduzieren jetzt also unsere Wildschweinpopulation entsprechend runter um 70%. Das Problem ist jetzt, das kann man nicht schlagartig machen. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, jetzt gehen wir in den Wald und jeder nimmt sich sein Messer und wir gehen Wildschweine jagen. Heißer Hauptsache. So einfach ist es dann halt auch nicht. Weil, wenn wir uns jetzt mal die Vergangenheit angucken, dann stellen wir fest, dass es in vielen Bundesländern schon, bevor jetzt die Schweinepest kam, ein Problem gab, und zwar ein massives, die Wildschweinpopulation mal runterzubekommen. Und jetzt ist zwar das Problem, beziehungsweise der politische Wille, die Wildschweinpopulation zu reduzieren, erheblich größer geworden, weil alle, wer jetzt Angst hat vor der Schweinepest, durchaus ja nicht unberechtigt, aber deswegen gibt es nicht plötzlich mehr Jäger. Deswegen ist Wildschweinjagen plötzlich nicht einfacher geworden. Und deswegen halte ich es jetzt erstmal für schwierig, dass man schlagartig die Population um 70% runtersetzt. Würde das klappen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir legen den Schalter um, puff, 70% aller Wildschweine landen hoffentlich bei Ben in der Küche. Doch, ein bisschen viele vielleicht. Aber selbst wenn das klappen würde und wir dann annehmen, dass 70% Reduktion reicht, um aus der Initialphase rauszukommen und aus der Exponentialphase rauszukommen und in der Initialphase zu landen, also dem Bereich, wo die Reproduktionsrate deutlich weniger ist, der Wildschweine, wenn man annehmen würde, dass das reicht, diese 70% Reduktion, dann wäre ja eigentlich erstmal ganz gut, weil dann wäre Wildschwein auf einem so kleinen Level und nur mit so geringer Reproduktionsfähigkeit ausgestattet, dass man dann durch Bejagung es ganz gut verhindern könnte, wenn man immer schön am Ball bleibt, dass die nochmal viele werden, die Wildschweine. Potenziell. Das Problem ist allerdings auch, sind wenig Wildschweine da, dann wird die Jagd auf die Wildschweine auch erheblich schwieriger, weil dann sieht man keine mehr, wenn es wirklich wenig Wildschweine gibt. Man müsste dann noch mit irgendwelchen Anlockmethoden arbeiten. Das Doofe ist nur, spätestens wenn es wirklich wenig Wildschweine sind, interessieren die sich einen Scheiß für die Anlock-Sachen, die man denen hinschmeißt, weil die wenigen Wildschweine, die es dann gibt, die leben in paradiesischen Zuständen, ja, also Nektar und Ambrosia den ganzen Tag, so viel man möchte. Das eine Schwein, das da in der Gegend unterwegs ist, das kriegt kein Jäger zu sehen. Das wird er niemals fangen können, das ist dann wahrscheinlich außerdem noch ein erfahrenes Schwein, das eben diesen Massenexodus, diese ewige Bejagung überlebt hat und jetzt Erfahrung hat ohne Ende und genau weiß, ach, der Typ da hinten, das ist der Jäger, den Geruch, den kenne ich, den habe ich schon 25 Mal gerochen, hat meine 25 Kollegen hier abgeschossen wurden und so weiter und so fort. Also wir züchten uns auf diesem Wege quasi Ultraschweine ran und selbst wenn wir davon ausgehen, okay, wenn die jetzt in diesem Bereich sind, da muss man nicht mehr viele schießen, das sind ja sowieso so wenig, dann werden eben die Ultraschweine wahrscheinlich dann wieder eine super Reproduktionsrate hinkriegen und ehe man sich versieht
Und wenn einer mal nicht ein bisschen aufpasst mit der Jagerei und so weiter und so fort, und außerdem will man dann weniger Wildschwein schießen, weil es ist ja wenig Wildschwein da und man sieht sie eh nicht mehr und so weiter und so fort, dann sind sie zack wieder in der exponentiellen Phase und wump geht es wieder nach oben mit der Wildschweinpopulation. Und das Problem ist jetzt folgendes. Wie denkt man denn jetzt, dass das jetzt plötzlich funktionieren könnte, den Wildschweinpopulation jetzt einfach mal um 70% zu senken? Zwei wesentliche Faktoren, Abschussprämien und Aufhebung von Schonzeiten. Bisher war es so, dass Abschussprämien nichts geholfen haben. Die gibt es nämlich schon in einigen, ja nicht unbedingt Bundesländern, aber zumindest mal in einigen Regionen, wo es jede Menge Wildschwein gibt. Zum Beispiel bei mir, da wird pro geschossenes Wildschwein, ich weiß es nicht, ich glaube 20 Euro oder irgendwas gezahlt, einfach weil es sind wirklich zu viele. Und gerade wenn man dann in Regionen ist, wo es zum Beispiel Weinreben gibt, wo es wirklich richtig teuer wird, wenn die Sau drin rumwühlt, dann zahlt man da gerne mal Abschussprämien. Hat bisher wenig geholfen. Deswegen wird die Jagd auf Wildschweine auch nicht einfacher. Und das ist ja folgendes, auch das finanzielle Anreiz ist vielleicht auch einfach der Jäger die falsche Zielgruppe für. Weil so ein Jäger, der ist nicht arm. Ob der jetzt 25 Euro für ein geschossenes Wildschwein kriegt, gut, die wird er mitnehmen. Da wird er sich freuen. Ist er darauf angewiesen, jetzt nur noch auf Wildschweinejagd zu machen, damit er dann meinetwegen 100 Euro extra im Monat verdient? Nee, weil dann hätte er ganz bestimmt nicht Jagd als Hobby, das nun mal ein sauteuer Hobby eben ist. Deswegen bisher wenig Erfolg mit irgendwelchen Jagdprämien aussetzen. Wenn das jetzt jedes Bundesland macht, ob jetzt der Jäger derjenige ist, der es wahnsinnig nötig hat, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Und bisher hat es nirgendwo funktioniert. Also nachweislich so richtig krasse Erfolge, allein durch diese Jagdprämien. Was aber neu ist, und das ist jetzt interessant, ist jetzt eben, dass, ich glaube auch war es Mecklenburg-Vorpommern, ich bin mir nicht sicher, die Schonzeit auf Schwarzwild eben aufgehoben wird. Das heißt, Schwarzwild darf, egal welches Geschlecht, welches Alter, immer und überall, wo überhaupt gejagt werden darf, jederzeit geschossen werden. Ne? Sogar das Nachtjagdverbot gilt nicht zwingend auf Schwarzwild. Man könnte jetzt also vermuten, okay, damit ist Schwarzwildjagen jetzt viel einfacher geworden. Ja, schon. Einer der Faktoren, die Schwarzwildjagd relativ anstrengend macht, beziehungsweise anspruchsvoll, ist halt eben, dass man über einen großen Teil der Zeit des Jahres eben erstens mal gar nicht so einfach erkennen kann, ist das jetzt ein Keiler, ist das jetzt eine Bache? Keiler, ja, da kannst du schießen, ist eine Bache, dann wird's kompliziert. Das will ich jetzt gar nicht sämtliche Sonderfälle und Einzelfälle und so weiter und so fort aufzählen, aber was man zum Beispiel gar nicht tun darf, und was auch aus Tierschutzgründen vom Jäger nicht gerne getan wird, ist eine führende Bache schießen. Wenn die also Frischlinge hat, die hinterherrennen. Weil was passiert, wenn man dann die Bache wegschießt? Dann werden die Frischlinge, je nachdem wie jung die sind, wahrscheinlich, so geht man zumindest davon aus, und das wird auch in wirklich in allermeisten Fällen auch so sein, werden die wahrscheinlich verhungern, weil sie einfach nicht klarkommen oder sonst irgendwie eingehen, weil ihnen plötzlich ihre Aufsichtsperson quasi weggenommen wird. Das ist schon schwierig, wenn man dann eben quasi sicher sein kann, okay, jetzt habe ich die Barre weggeschossen, jetzt werden die Frischlinge da verrecken. Das heißt, man muss die Frischlinge dann auch noch wegschießen. Und das ist jetzt auch wieder schwierig. Nicht jeder mag das unbedingt, dass er mit 30 Schuss Halbautomatikteil, was man nicht darf, aber theoretisch könnte man davon ausgehen, dass der jetzt mit irgendeinem 30 Schuss Magazin Halbautomatikgewehr auf seinem Hochsitz hockt und jetzt rennt da eine Wildschweindame vorbei und hat 8 Frischlinge und dann muss er zack, 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 so quasi einen 8er Feuerstoß quasi raushauen. Ich übertreibe es jetzt absichtlich, um halt eben entsprechend die komplette Sippschaft dann da gleich hinzulegen. Und dann muss er die alle verarbeiten. Gut, da hat er dann zugegebenerweise 200 Euro mit verdient. Aber die müssen halt, das ist halt auch Arbeit, ne? Das muss gemacht werden. Die müssen alle ausgenommen werden und so weiter und so fort. Die müssen alle entsprechend transportiert werden. Das ist wirklich, das ist Arbeit. Und so eine
naja, Tötungsarien, Anführungszeichen, das ist einfach nicht unbedingt was, was jeder Jäger gerne tut, vorsichtig ausgedrückt. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass die meisten das nicht gerne tun. Noch ist es ja immer noch so, dass der Durchschnittsjäger sehr selektiv sich ein Stück Wild raussucht, das dann teilweise vielleicht auch mehrere Ansitze vorher beobachtet und dann irgendwann genau weiß, okay, das ist jetzt das, was ich schießen möchte, und da schießt er dann. Dass er also wirklich versucht, zumindest versucht, genau zu wissen, wen er da schießt. Da gibt es diesen schönen Leitspruch, was ich nicht kenne, schieße ich nicht tot. Und so eine radikale Jagd auf Wildschweine, alles, was auch nur irgendwie nach Wildschwein aussieht, zu beschießen, ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Selbst wenn es jetzt erlaubt ist, ich glaube nicht dran, dass da viele eben mitspielen werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Jäger wissen ja jetzt auch, dass man unbedingt verhindern muss, dass die Schweinepest kommt. Argumentation, wenn man die Tiere erlegt, also auf beste, weidmännische Art und Weise, dann leiden die viel weniger, als wenn sie dann alle 90% von denen, so durchschnittlich, schätzungsweise vermutlich, an der Schweinepest zugrunde gehen. Also vielleicht hilft das als Argument, um die Jägerschaft entsprechend zu überzeugen. Okay, so viel zu dem Thema. Jetzt, selbst wenn die Jäger bereit sind, entsprechend Schweine zu schießen ohne Ende, können wir jetzt nicht kurzfristig die Zahl der Jäger exponentiell steigern, damit noch mehr Schwarzwild geschossen wird. Und Probleme wie Schwarzwild, das sich zum Beispiel in Berlin rumtreibt oder in Usedom oder sonst wo, da wo gar nicht gejagt werden darf, sind auch nicht gelöst. Das heißt, eine schlagartige Reduktion der Wildschweine runter auf 30% des jetzigen Bestandes ist einfach gar nicht umsetzbar. Sondern es würde langsam gehen. Und langsam haben wir das Problem, dass wir dann immer weiter in die exponentielle Vermehrungsphase des Schwarzwilds die Tiere reindrücken. Und das ist bei Schwarzwild besonders dramatisch, weil wenn man wahllos auf sämtliche Säue schießt, dann schießt man auch ständig die Leitsäue weg. Und die Leitsäue, das habe ich in meiner Wildschwein-Trilogie, die sehr, sehr lange her ist zwar, aber die immer noch, was das angeht, richtig ist, würde ich behaupten, habe ich das mal erklärt. Wenn man die Leitsäue wegschießt, dann führt das dazu, dass sämtliche anderen vorhandenen Schweine Schweinereien machen. Die Leitsau sorgt immer für eine gewisse Ordnung bei der Paarungszeit. Die gibt quasi vor, wann jetzt Schweinerei gemacht werden darf und wann dann wieder Schluss ist mit Schweinerei, und sorgt in gewisser Art und Weise für eine kontrollierte Reproduktion. Das fällt völlig weg und es gibt nur noch Reproduktion am laufenden Band in sozusagen Notsituationen. Das könnte man auch als Notreproduktion bezeichnen, weil halt eben die Struktur, das Sozialgefüge unserer Wildschweinrotte dadurch zerstört würde, dass die Chefin weggeschossen ist. Und dann steigt nochmal die Reproduktionsrate von unserem Schwarzwild und da muss man wieder gegen anschießen. Und das Problem ist jetzt, diese ganzen Abschussprämien, die sind gedeckelt. Da gibt es auch eine Grenze. Da haben sie jetzt so und so viele Millionen zur Verfügung gestellt, was da halt eben jetzt ausgegeben werden darf an Abschussprämien. Das hört ja nicht mehr auf. Und die Schweinepest, die verschwindet ja nicht einfach aus der Landschaft. Außer der Bestand wird wirklich so gering, dass diejenigen, die letztendlich noch übrig bleiben, zufällig gleichzeitig auch diejenigen sind, die gegen die Schweinepest immun sind. Da wird es auch Schweine geben, die dagegen immun sind. Das findet man aber nie raus, wenn die nie die Schweinepest kriegen. Und wenn die sich dann wieder vermehren, und dann waren es doch nicht die richtigen, die immun gegen die Schweinepest waren, dann kommt sie wieder, dann kann man das gleiche Spielchen wieder von vorne anfangen. Es ist also eine never-ending Story, so mehr oder weniger. Und einfach die Kapazitäten bei der Jägerschaft, ab sofort jetzt nur noch Schwarzwild zu schießen, das ist nicht vorhanden. Es ist so ein bisschen, aus meiner Sicht, ein Kampf gegen Windmühlen. Anderer Ansatz. Die Naturschutzverbände, beziehungsweise ein bisschen was davon, das ist ja alles eine ganz neue Meldung mit diesen 70% da, die haben sich auch schon zu Wort gemeldet und weisen darauf hin, dass das ja Quatsch wäre und viel zu übertrieben und würde eh nichts bringen. Und das kann man durchaus so sehen, wie ich finde. Aber was die noch hinzufügen, ist halt, dass es ja quasi ein menschgemachtes Problem wäre. Und das Problem wären nicht die Wildschweine, sondern das Problem wären vor allen Dingen eben die nicht artgerecht gehaltenen riesigen Mengen an Hausschweinen, die aufeinander gefercht
hocken und dann logischerweise es wegen dem Aufeinandergefärchtsein zu einer Durchinfektion des ganzen Stalls quasi kommt, sobald da auch nur ein Schwein infiziert wird, dass das das Problem wäre. Worin genau die Lösung bestehen soll, weiß ich jetzt nicht. Sofortige Veganisierung der gesamten Bevölkerung, irgendwie sowas, wäre wahrscheinlich durchaus was, was der eine oder andere Umweltschutz oder PETA zum Beispiel Verband durchaus für eine gute Idee halten würde. Praktisch umsetzbar, bestenfalls schwierig. Das ist also auf jeden Fall auch noch so ein Faktor, der da sicherlich eine Rolle spielt, den man noch hinzufügen sollte, eben die armen Wildschweine. Was die Bevölkerung jetzt davon halten mag, dass man die Wildschweinpopulation um 70% reduzieren will, tja, das ist jetzt auch eben die große Frage, wenn sich das dann halt eben rumspricht. Ich finde das Argument aber wirklich gut, dass man sagt, ja, wir wollen ja den Schweinen damit einen schlimmen Tod, der vermutlich auf sie zukommt, was wirklich realistisch ist, ersparen. Und machen da einen etwas besseren Tod draus. Also nicht langes vor sich hin vegetieren und das sieht echt nicht schön aus, die Symptome von dieser Krankheit, sondern halt eben ein sauberer Schuss und dann ist gut. Vielleicht ein Argument. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass der Bauernverband nicht gesagt hat, wie die Reduktion der Wildschweine um 70% stattfinden soll, sondern nur, dass die Reduktion der Wildschweine um 70% stattfinden soll. Jetzt kann man sich übrigens auch noch so ein bisschen die Frage stellen, ja, wie stellen die sich das denn vor? Soll da denn gegebenenfalls irgendwas nicht so weitmännisches zum Einsatz kommen? Also derzeit, nach aktuellem deutschen Recht, gibt es nur die eine Möglichkeit, die Wildschweinpopulation zu reduzieren, nämlich durch klassische Jagd. Die müssen erschossen werden im Walde, wo sie halt wohnen und dann durch Jagd. Rechtlich gesehen wäre es derzeit, wobei man das in einer Notsituation theoretisch selbstverständlich ändern könnte, theoretisch, nicht möglich, jetzt da irgendwelche Giftköder beispielsweise auszulegen. Und ein Entsturm der Entrüstung tierschutztechnischer Art wäre meiner Meinung nach dann durchaus angemessen und ich würde auch sofort mit entsprechend schreien, wenn man tatsächlich auf die Idee kommen würde, jetzt irgendwelche Giftköder im Wald auszulegen. Das ist eine Maßnahme, die auf keinen Fall in Betracht gezogen werden darf. Das hat noch weitere unkontrollierbare ökologische Konsequenzen auf das gesamte Ökosystem. Das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Noch eine Alternative, Fallenjagd, macht auf Wildschwein bisher überhaupt keinen Sinn. Es hat da immer mal wieder Projektversuche gegeben mit sogenannten Saufängen, verschiedene Konstruktionen, Bretteranlagen, in die mit einer Maispur die Wildschweine gelockt werden sollen, die dann da eine Falle auslösen, dass hinter ihnen diese Bretteranlage zugeht, also schon größere Sachen, also so 10 Quadratmeter groß oder irgendwie wirklich was ganz, ganz Großes, wo man grundsätzlich mal ausschließen kann, dass den Tieren durch das Gefangenwerden was passiert ist. Also eine klassische Lebendfalle. Die kommen da dann halt nicht mehr raus. So, und das Ganze wird überwacht, ist ein Ansatz. Per Webcam und der zuständige Jäger, Förster, wer auch immer, muss halt regelmäßig diese Webcam da kontrollieren, so einmal pro Stunde. Oder man macht da halt Schichten aus, wer jetzt gerade fürs Webcam kontrollieren notwendig eingeteilt ist. Und sobald da was drin ist, muss der das dann halt eben melden und dann gehen halt 2-3 Kollegen dahin und gehen da leise hin, damit die Tiere nicht noch mehr Panik kriegen, dass sie wahrscheinlich da eingesperrt sowieso schon haben, steigen auf ihren Ansitz, den sie nebendran gebaut haben, beispielsweise, nur beispielsweise, und haben dann für diesen Zweck dann wirklich auch ein Halbautomat dabei und können dann die Tiere, die da drin sind, wirklich sehr, sehr schnell erlegen. Und für so eine Sonderfangsituation, normalerweise ist so ein Ding nicht erlaubt, könnte man dann halt eben auch mal sagen, dass man eine Sondergenehmigung für einen Halbautomat mit mehr als nur 3 Kugeln gibt, dass du dann also wirklich ein 30-Schuss-Magazin an das Ding ranhängen kannst, damit die Tiere dann auch sehr schnell sicher entsprechend zu erlegen sind und man nicht nach 3 Schuss erstmal nachladen muss, während die da unten Panik bekommen und unnötig leiden müssen. Wäre eine Idee. Bisherige Projektversuche, die es diesbezüglich gegeben hat, waren jetzt aber alle nicht so vielversprechend. Es ist auf jeden Fall nichts, was man völlig ausschließen kann, dass das nicht doch mal irgendwann funktioniert. Aber aktueller Stand der Forschung, vielleicht eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, wenn wir Gift ausschließen, Fallenjagd, das die einzige Möglichkeit ist? Nö, das war's.
Sonst müssen wir halt einfach damit klarkommen, dass das Wildschwein eine Art ist, die unglaublich stark von der Vermeisung der Landschaft und dem Klimawandel profitiert. Das sind so die beiden ganz, ganz wesentlichen Faktoren, die für das Populationswachstum beim Wildschwein eine Rolle spielen. Selbst wenn wir jetzt den Wolf super ultra willkommen heißen in Deutschland, wird der wirklich nur einen minimalen Einfluss auf die Wildschweinpopulation haben, weil der findet genug Reh und ist nicht bescheuert genug, dann Jagd auf Wildschweine zu machen, die halt eben total tödlich sind, wenn man denen dumm kommt. Auch wenn man ein Wolf ist. Ne? Das also meine Gedanken zum Thema. Eine Lösung sehe ich da nicht, dass man es versucht. Ja, gut, würde ich auch machen, wenn ich Politiker wäre. Dass es funktioniert? Nee, das halte ich für unwahrscheinlich. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, wir kriegen die Wildschweinpopulation nicht runter. Demzufolge kommt früher oder später auf natürlichen Verbreitungswege die afrikanische Schweinepest bei uns an. So, gibt es jetzt noch eine andere Lösung? Wenn wir die Wildschweinpopulation nicht vorher reduzieren können, können wir sie impfen? Nö. Können wir versuchen, einen Impfstoff zu finden? Potenziell schon. Ist das realistisch in der Kürze der Zeit? Ich glaube eher nicht. Ich weiß halt jetzt nicht genau, was für ein Virus das ist. Wenn das wirklich irgend so ein fieser Retrovirus ist, dann sind die Chancen, dass man da irgendwie jetzt doch noch plötzlich einen Impfstoff findet, den man per Schluckimpfung bei uns im Wald verteilen kann, doch eher realistisch. Unrealistisch, meine ich. Und das ist also auch nicht so wirklich eine Lösung. Tot kriegt man sie nicht, gesund kriegt man sie nicht. Ja, dann muss man früher wohl oder übel wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und damit leben, dass sie dann halt wirklich infiziert werden und die Bestandesdichte dann dadurch eben relativ schnell sehr wohl auf unter 70% des bisherigen Wertes wahrscheinlich reduziert werden wird. Und dann kann man jetzt hoffen, dass in diesem Moment die Schweinepest auch wieder besiegt ist, weil sie quasi ihren eigenen Wirt so sehr ausgedünnt hat, dass die Massenvermehrung von dieser Krankheit gestoppt ist. Wäre der natürliche Verlauf in so einem Szenario, wie ich es hier ja auch per Kurve eben entsprechend aufgemalt habe. Das Dumme ist jetzt halt eben nur weiterhin die Sache mit den Hausschweinen. Ne? Politisch wird man auf jeden Fall irgendeine Lösung versuchen müssen zu finden, um halt eben die Infektion der Hausschweine zu vermeiden. So, und jetzt ganz, 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 ganz laienhafte Idee, aber irgendeine Idee möchte ich äußern. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder nicht, dafür bin ich zu wenig Landwirt. Ich weiß aber, dass es der konventionellen Schweinezucht, jetzt gar nicht Bio, sehr moderne Hightech-Anlagen gibt, die dann so quasi mustergültige Betriebe sind, die auch dann zum Teil Auszeichnungen bereits gewonnen haben und so weiter und so fort. Die haben, also es gibt es, eine richtige Hygienesicherheitsschleuse, bevor man in den Schweinstall kommt. Also das ist ungefähr zu vergleichen mit so einer super Spezialdusche, nachdem man aus dem Kernkraftwerk kommt, damit man auch ja nicht verstrahlt ist, wenn man entsprechend rausgeht. Da kriegst du so einen gelben lustigen Strahlenschutzanzug oder sowas ähnliches, beispielsweise, wirst von oben bis unten wirklich durchdesinfiziert, damit du ja keinen Krankheitserreger in deinen Schweinestall bringst. Und wenn man sowas rein theoretisch mit den vielen Millionen, die man jetzt bereitstellt, damit die Jäger mehr jagen können, in jede Schweinezuchtanlage, zumindest in den größeren, einführen würde und halt 100% subventioniert, ich könnte mir vorstellen, sofern sich die Leute daran halten und es kein menschliches Versagen gibt, dass dann zumindest bei vielen, bei denen, die sowas haben, Schweinemast betrieben ist, halt nicht zu einer Infektion mit der afrikanischen Schweinepest dann eben entsprechend kommt. Dass es bei einigen kleinen Betrieben oder bei Biobetrieben oder meinem sehr geschätzten Eichelschweinmastbetrieb in Bayern, könnt ihr mal gucken, eichelschwein.de, dass es da zu einer Infektion kommen wird, ist leider gar nicht mal so unrealistisch. Aber jetzt hat Folgendes und auch generell, wie schlimm ist denn jetzt überhaupt die entsprechende afrikanische Schweinepest auf die Wildschweinpopulation oder verwilderte Hausschweinpopulation oder Bioschweinpopulation, weil es handelt sich ja
wie eingangs irgendwann hoffentlich erwähnt, wenn ich es nicht vergessen habe, um nur eine Infektion durch Blut, etc. und so weiter und so fort. Sobald man also das irgendwie bemerkt und seinen Schweinen vielleicht aufgrund dessen, dass ja sowas möglich wäre, schon vorher mehr Platz zur Verfügung stellt, könnte es ja durchaus theoretisch gelingen, eben seine Schweine vielleicht auch in Kleingruppen zu halten, dass es dann reicht, nur die eine Kleingruppe, in der ein Schwein krank geworden ist, dann halt in Gottes Namen Not zu schlachten, aber den Rest der Schweine dann halt doch eben entsprechend leben zu lassen, weil es ist, wie gesagt, nur eine Blut, etc. und so weiter und so fort Infektion möglich. Keine Tröpfcheninfektion. Und wir wissen aus Afrika, mehr oder weniger wissen wir das zumindest, Afrika ist immer forschungstechnisch gar nicht so einfach, ne? Also da wollen zwar alle hin, aber das Geld vor Ort ist halt eben nicht unbedingt dafür da, um für Wissenschaft ausgegeben zu werden, wie dem auch sei. Da können wir zumindest vermuten, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, dass es eben da bei den örtlichen Schweinen nicht zum Massenexodus gekommen ist, eben weil nur einzelne Gruppen infiziert werden und andere Gruppen im größeren Zusammenhang dieser sehr großen Ökosysteme, die es da natürlich gibt, gar nicht infiziert worden sind. Vielleicht wird es also gar nicht so schlimm, weil diese Schweinepest nicht so gefährlich ist, wie es derzeit scheinbar den Anschein hat. Vielleicht. Ne? Also das sind so nur meine Überlegungen diesbezüglich. Keine Ahnung, ob irgendwas davon zutreffen wird, aber vielleicht interessiert es euch. Und an dieser Stelle mehr Überlegungen habe ich dann jetzt, glaube ich, nicht mehr. Und dann machen wir hier Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.